Die Ausstellung präsentiert 120 Meisterwerke des Impressionismus und Spätimpressionismus von so bedeutenden Künstlern wie Cézanne, Van Gogh, von Monet, Renoir, Gauguin. Und diese Gelegenheit, so viele Meisterwerke auf einmal sehen zu können, die gibt es selten. Und das verdanken wir einer Zusammenarbeit mit dem National Museum of Western Art in Tokio, die die Sammlung Mazzucato beherbergen. Und zum ersten Mal seit den 1950er Jahren kommen ihre Hauptwerke des Impressionismus zurück nach Europa und vereinen sich hier in Essen mit der Sammlung des Museum Folkwang. Ja, wenn man sich mit der eigenen Museumsgeschichte beschäftigt und auch mit den Quellen, dann ist es schon erstaunlich, was es für einen Eindruck auf die Menschen damals gemacht haben muss, Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie im Museum Folkwang zum ersten Mal die Vorreiter der Moderne sahen. Cézanne, Van Gogh, Gauguin, alle waren zum ersten Mal am Folkwang in Deutschland für eine Öffentlichkeit zu sehen. Diese Ausstellung lässt uns, glaube ich, nachvollziehen, wie neu die Kunst zu der Zeit war. Diese Ästhetik, die am Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt wurde durch die Vorreiter der Moderne, die hat ja unser ganzes 20. Jahrhundert geprägt. Beide Sammler waren mit die bedeutendsten Sammler des frühen 20. Jahrhunderts. Und auch wenn sie sich voraussichtlich gar nie im Leben begegnet sind, gibt es doch viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Sie haben bei den gleichen Kunsthändlern Bilder erworben, sie haben die Künstler im Atelier besucht, sie hatten beide die Idee, ihre Privatsammlung in öffentlichen Museen einer großen, breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und all das, auch diese persönlichen Geschichten, wie kommt eigentlich ein Mensch zur Kunst, auch das lässt die Ausstellung nacherleben. Ja, für mich ist es auch zum ersten Mal, dass ich ein so großes Ausstellungsprojekt mit Meisterwerken der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts realisieren kann. Und das ist natürlich auch für mich ganz persönlich aufregend. Und dann kann ich kaum erwarten, diese Werke tatsächlich hier im Original zu sehen. Denn leider war es uns nicht vergönnt, in den letzten ein, zwei Jahren nach Japan zu reisen, aufgrund der aktuellen Lage. Evonik, leading beyond chemistry.